Okidoki. Dann bitte ich um Ruhe. Ja, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Multivariate Verfahren. Ruhe mal bitte, ich habe eine Frage. Und zwar würde ich gerne eingangs fragen, sind Personen anwesend, die nächste Woche dieses Thema Multivariate Normalverteilung im Seminar vorstellen? Sie, okay. Ich habe gerade eben das Seminarblatt zu dem Thema noch einmal überarbeitet und hochgeladen. Das ist also nicht das, was jetzt gerade auf der Webseite steht, sondern das, was dann ab Mitternacht auf der Webseite stehen wird. Falls Sie da jetzt vor der Vorlesung schon reingeguckt haben, bitte laden Sie es erst nach Mitternacht runter, dann haben Sie das Richtige. Der Grund dafür ist folgender: Das Seminarblatt war ein bisschen langweilig. Also da war halt so der Code für 5 verschiedene Abbildungen drin. Und ich habe Ihnen ja in der ersten Seminarsitzung gesagt, zu Abbildungen, da braucht man irgendwie nicht so den Code Zeile für Zeile erklären. Das wäre ein bisschen langweilig, weil man sich das, wie gesagt, alles ergoogeln oder eher Chat-GPTieren kann. Und ich habe da jetzt andere Zusammenhänge aus der Vorlesung reingepackt in dieses Seminarblatt, wo auch inhaltlich ein bisschen was besser erklärt werden kann, als wenn man jetzt nur diese Figures rekapituliert und sagt, da ist das dargestellt und da ist das dargestellt. Gut, dann freue ich mich schon mal, dass der Hinweis ergangen ist an die Leute, die es betrifft. Ja, wir machen weiter mit Einheit 4, multivariate Normalverteilung. Und die multivariate Normalverteilung ist, wie Sie sich denken können, die Verallgemeinerung der univariaten Normalverteilung, die Sie ja vielleicht schon kennen und deren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion landläufig als gaußsche Glockenkurve bekannt ist. Die multivariate Normalverteilung ist ein zentraler Bestandteil vieler Modelle, sowohl in der univariaten als auch in der multivariaten Datenanalyse, beispielsweise für multiple lineare Regressionen oder auch für das multivariate allgemeine lineare Modell wird die multivariate Normalverteilung verwendet. Die Motivation für Normalverteilungsannahmen, univariat wie multivariat, liegt immer im zentralen Grenzwertsatz. Ja, das ist also ein wichtiges Theorem, also aus der Theorie der Statistik gewissermaßen. Und dieser zentrale Satz, der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass wenn ich viele verschiedene Zufallsvariablen habe und dann diese Zufallsvariablen addiere, die Summe dieser Zufallsvariablen bilde oder auch den Durchschnitt, was ja äquivalent ist, weil man nur die Summe durch etwas teilen muss, dann wird, egal welche Wahrscheinlichkeitsverteilung diese Zufallsvariablen haben, die Summe dieser Zufallsvariablen für unendlich viele solcher Zufallsvariablen normal verteilt sein. Das ist der zentrale Grenzwertsatz. Ja? Und entsprechend machen wir also in unseren Modellen die Annahme, dass die Fehlerterme, also die Differenz zwischen dem, was wir modellieren und dem, was wir dann tatsächlich messen, dass diese Fehlerterme die Überlagerung von vielen unmodellierten Prozessen darstellen, die ihrerseits bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben und die sich dann überlagern und in der Summe eben normal verteilte Zufallsvariablen bilden, weshalb also die Normalverteilung als Verteilung der Fehlerterme in Anschlag gebracht wird. Haben Sie sich gerade gemeldet? Nicht, nee? Okay, gut. Dann habe ich das halluziniert. Gut, die Normalverteilung hat aber auch gewisse wünschenswerte mathematische Eigenschaften, die dann im Rahmen dieser Modelle oder der Herleitung bestimmter Verfahren nützlich sind. Und welche Eigenschaften das sind, das werden wir dann am Ende dieser Vorlesung auch sehen. Wenn Sie sich diese Inhalte erarbeiten, bietet es sich an, sich dazu nochmal Einheit 4 der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz, das war also die Einführung in Zufallsvektoren, oder auch die Einheit 4 von allgemeines lineares Modell anzuschauen. Das sind unsere beiden Bachelor-Vorlesungen. Und die Einheit 4 von ALM wird aber schon sehr nah an dem dran sein, was wir heute sehen werden. Das heißt, da werden Sie nicht so viele Unterschiede bemerken. Wir beginnen damit, dass wir zunächst dann nochmal
rekapitulieren, was verstehen wir unter Zufallsvektoren, insbesondere kontinuierlichen Zufallsvektoren. Wir wollen also den Begriff der Zufallsvariable auf multidimensionale Variablen verallgemeinern. Dann werden wir uns anschauen, wie man für solche Zufallsvektoren Erwartungswerte und Kovarianzen definieren kann. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung, nämlich den multivariaten Normalverteilungen, die eben Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf Zufallsvektoren sind. Ja? Deshalb die Einführung dieser Grundbegriffe davor. Und zum Schluss haben wir dann einen kurzen Abschnitt zu marginalen und bedingten Verteilungen, in dem wir sehen werden, dass viele mit der Normalverteilung assoziierte Verteilungen auch wieder Normalverteilungen sind. Aber dazu später mehr. Genau, dann beginnen wir also mit der Einführung in Zufallsvektoren und der Definition des Begriffs des Zufallsvektors. Also gegeben sei dafür zunächst einmal ein Wahrscheinlichkeitsraum. Ein Wahrscheinlichkeitsraum wird hier verstanden als ein Tripel aus einem Ereignis, einer Ereignismenge Omega, einer auf diese Ereignismenge definierten Sigma-Algebra, kalligraphisch A, und einem Wahrscheinlichkeitsmaß P. Des Weiteren sei gegeben ein n-dimensionaler Messraum, kalligraphisch X, kalligraphisch S. Ein n-dimensionaler Zufallsvektor ist dann definiert als eine Abbildung, also eine Funktion, die von der Ereignismenge Omega in den Ergebnisraum kalligraphisch X abbildet. Und zwar wird jedem klein Omega, das ist ein kleines griechisches Omega, sieht so aus, und das ist ein großes griechisches Omega. Das also jedem, der Zufallsvektor ist also eine Funktion, dass jedem Omega in der elementaren Ereignismenge groß Omega einen Vektor zuordnet, wobei die Komponenten des Vektors dann Funktionen Xi1 von Omega bis Xin von Omega sind. Wir benutzen griechische Buchstaben, kleine griechische Buchstaben zur Bezeichnung von Zufallsvariablen und Zufallsvektoren. Das hier ist also ein griechisches Xi. Ein kleines griechisches Xi. Gut. Dann ist es wichtig, dass die Messbarkeitseigenschaft erfüllt ist. Das heißt, dass für alle Untermengen des Ergebnisraums, kalligraphisch x, gilt, dass die Menge aller Elemente, die Menge aller Omega, die von Xi in S abgebildet wird, selber eine Untermenge von Omega ist. Was dann bedeutet, dass sie ein Bestandteil der Sigma-Algebra auf Omega sein muss. Das ist jetzt sehr verwirrend, insbesondere wenn Sie unsere Bachelor-Vorlesung nicht kennen. Deshalb kommen wir zunächst mal zu der Abbildung auf der nächsten Folie, bevor ich dann die Bemerkungen spreche. Wir haben also hier oben links unseren Wahrscheinlichkeitsraum. Ja? Der besteht aus der Ereignismenge Omega. Stellen Sie sich vor, das Standardbeispiel in so Einführungsveranstaltungen ist ja das Werfen von Würfeln, ja, weil das gewissermaßen ein Zufallsexperiment ist. Stellen Sie sich vor, wir haben zwei Würfel. Und wir werfen die und dann wäre die Ereignismenge die Menge aller möglichen Outcomes dieses Zufallsexperiments, das heißt die Menge aller möglichen Kombinationen der beiden Augenzahlen der beiden Würfel. Das heißt 1,1, 1,2, 1,3 und so weiter bis 6,5, 6,6. Und das ist die Ereignismenge Omega. Und ein Zufallsvektor wird jetzt verstanden als eine Abbildung von Omega in einen Ergebnisraum kalligraphisch X, wobei dann also jedem Element in der Ereignismenge ein Vektor zugeordnet wird. Wir können jetzt das Beispiel erweitern, indem wir uns vorstellen, dass wir zum Beispiel einen Zufallsvektor bilden, in dem das erste Element aus der Summe der beiden Augenzahlen besteht und das zweite Element aus der Differenz der beiden Augenzahlen besteht. Ja, dann haben wir aus den elementaren Ereignissen, den Kombinationen von Augenzahlen, einen Zufallsvektor gemacht, der also in dem Fall zwei Elemente hätte, zwei Einträge hätte. Gut, die Messbarkeitseigenschaft ist erfüllt, wenn Folgendes gilt. Für jede Untermenge des Ergebnisraums, kalligraphisch x, die ist hier mit s bezeichnet, gilt, dass es eine Untermenge von Omega gibt,
die wird hier mit Xi inverse von S bezeichnet, sodass die Menge aller Elemente klein Omega, die von Xi in S abgebildet werden, eine Untermenge von Omega sind. Ja, oder mit anderen Worten, ein Bestandteil der Sigma-Algebra von Omega, denn die Sigma-Algebra ist ja für diskrete Zufallsvariablen die Menge aller Untermengen, der Ereignismenge. Gut. Wenn das gilt, also wenn die Messbarkeitseigenschaft erfüllt ist, dann erlaubt es uns das, ein Wahrscheinlichkeitsmaß in unserem Messraum zu definieren. Doppelstrich P von Xi. Und das wird dann wie folgt definiert, das ist dann die Wahrscheinlichkeit der Menge aller kleinen Omega, die von Xi in S abgebildet werden. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit der Menge Xi invers von S. So. Jetzt gehe ich wieder zurück auf die Folie davor. Sie sehen, der Zufallsvektor Xi ist hier eine univariate, vektorwertige Abbildung. Univariat bedeutet, dass diese Funktion ein Argument hat, nämlich Omega. Und vektorwertig bedeutet, dass der Funktionswert hier einen Vektor darstellt mit in dem Fall n Einträgen, n Komponenten. Das Standardbeispiel für so einen n-dimensionalen Messraum ist r hoch n und die Borel-Algebra auf r hoch m. Also r hoch n ist die Menge aller n-dimensionalen Vektoren oder anders gesagt der n-dimensionale euklidische Raum. Und die Sigma-Algebra für r hoch n ist die Borelsche Algebra. Die wird so geschrieben, kalligraphisch b von r hoch n. Wir gehen jetzt hier nicht auf die Details von Borel-Algebras ein. Das ist für mich auch zu komplex. Versuchen Sie sich bitte der Einfachheit halber darunter vorzustellen, die Menge aller Untermengen von r hoch n. Also die Menge aller Mengen von n-elementigen reellen Vektoren. Das ist nicht ganz korrekt, weil dass die Sigma-Algebra eben die Menge aller Untermengen ist, gilt streng genommen nur für diskrete, endliche Zufallsvariablen. Und außerdem sind die reellen Zahlen eine überabsehbar unendliche Menge und dann ist es schwierig, da die Menge aller Untermengen zu definieren, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Stellen Sie sich der Einfachheit halber vor, dass das eben die Menge aller Untermengen von R hoch n ist. So, die Funktion Xi hat dann die Messbarkeitseigenschaft, die ich hier gerade erläutert habe, wenn die einzelnen Komponenten dieser Funktion, also Xi1 bis Xn, die Messbarkeitseigenschaft haben, in demselben Sinne. Das heißt, man kann also in Summe sagen, dass ein Zufallsvektor ein Vektor ist, dessen Komponenten Zufallsvariablen darstellen. Wobei Zufallsvariablen eben skalare oder univariate, zufällige Variablen sind. Mit anderen Worten, ein n-dimensionaler Zufallsvektor ist die Aneinanderfügung von n Zufallsvariablen. Und ein eindimensionaler Zufallsvektor, also ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit n gleich 1, wäre demzufolge das gleiche wie eine Zufallsvariable. Ja, also ein Zufallsvektor mit einem einzigen Eintrag. Die werden wir aber nicht behandeln. In der Regel betrachten wir Zufallsvektoren mit mindestens 2 Einträgen. Gut. Gibt es bis hierhin Fragen? Okay, dann können wir das als Grundlage nehmen, um die Begriffe diskreter und kontinuierlicher Zufallsvektor mit Wahrscheinlichkeitsmassefunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu definieren. Kommen wir zunächst zum diskreten Zufallsvektor. Also Xi sei ein Zufallsvektor mit dem Ergebnisraum kalligraphisch x, so wie wir es eben eingeführt haben. Xi wird dann ein diskreter Zufallsvektor genannt, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind. Erstens, der Ergebnisraum kalligraphisch x muss endlich oder abzählbar unendlich sein. In dem Beispiel, was ich eben erläutert habe mit den 2 Würfeln, wäre diese Bedingung erfüllt, weil es eine endliche Menge von Ergebnissen dieses Zufallsexperiments gibt. Wenn Sie 2 Würfel werfen, haben Sie, wenn Sie unter Berücksichtigung der Reihenfolge der Würfel, 36 verschiedene Ergebnisse.
Und abzählbar unendlich ist eine Menge dann, wenn sie die gleiche Menge wie die, wenn sie die gleiche Mächtigkeit wie die natürlichen Zahlen hat. Ja, also die natürlichen Zahlen sind eine unendliche Menge. Sie können immer wieder einen Nachfolger finden. Aber die natürlichen Zahlen haben eine geringere Mächtigkeit als beispielsweise die reellen Zahlen. Das würde uns tief jetzt in Details der Mengenlehre reinführen, deshalb machen wir das nicht. Halten Sie sich im Kopf fest, dass eine Menge dann abzählbar unendlich ist, wenn sie die gleiche Mächtigkeit wie die natürlichen Zahlen hat. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie die natürlichen Zahlen benutzen können, um die Elemente dieser Menge durchzunummerieren. Gut, die zweite Bedingung ist, dass es eine Funktion gibt, die wird ja Psi von x genannt, für die Folgendes gilt. Erstens, die Summe über alle Psi von x für alle x im Ergebnisraum ist gleich 1. Das wird Normiertheitseigenschaft genannt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, irgendeines der Ergebnisse zu erhalten, ist 1. Die Wahrscheinlichkeit, aller Ergebnisse zusammengenommen, ist 1. Und wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis einen Wert x haben wird, ermitteln kann, indem man dieses x in diese Funktion Psi von x einsetzt. Wenn das der Fall ist, dann nennt man P multivariate Wahrscheinlichkeitsmassefunktion oder kurz WMF von Xi oder auch nur die Wahrscheinlichkeitsmassefunktion eines Zufallsvektors. So, das ist, glaube ich, auch wieder sehr kompliziert. Deshalb habe ich dazu auch mal ein Beispiel mitgebracht. Das sind jetzt diesmal nicht Würfel, sondern stellen Sie sich vor, wir betrachten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Blutgruppen. Ja? Und wir wollen dabei sowohl die Blutgruppe eines Menschen als auch den Rhesusfaktor berücksichtigen. Und nach dem AB0-System gibt es also vier Blutgruppen, A, B, AB und 0. Und der Rhesusfaktor eines Menschen kann positiv oder negativ sein. So. Die Zahlen, die jetzt hier in dieser Tabelle stehen, sind so quasi empirisch. Also ich habe da so eine Studie gefunden, wo für ein gewisses Sample Prozente berichtet worden sind. Und die habe ich dann gerundet. Und wir stellen uns jetzt mal vor, das wäre irgendwie repräsentativ für die ganze Menschheit. Ja? Das heißt, es wäre die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise Blutgruppe A positiv zu haben, über alle Menschen gesehen. So, dann wäre erstmal die vollständige Angabe dieser Wahrscheinlichkeiten die Angabe der Wahrscheinlichkeitsmassefunktion. Ja? Weil wir haben jetzt für jede Kombination von Elementen in Xi, Xi1 und Xi2, die Wahrscheinlichkeit angegeben. So, dann können wir diese Wahrscheinlichkeitsmassefunktion benutzen, um beispielsweise entsprechend dessen, was hier Gleichung 2 heißt, die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses zu ermitteln. Zum Beispiel können wir die Wahrscheinlichkeit, dass Xi den Wert A positiv hat, ermitteln, indem wir in die Tabelle gehen und hier ablesen. Das wäre also 0,21 oder 21%. Sie wissen, wir können so eine Tabelle, die Sie in der Schule vielleicht als Vierfelder-Tabelle kennengelernt haben, auch benutzen, um marginale Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass jemand Blutgruppe A hat, egal wie der Rhesusfaktor ist. Die wäre 0,27. Oder wir können die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass jemand Rhesusfaktor negativ ist, egal welche Blutgruppe er hat. Das wäre dann 0,11. Und wenn Sie jetzt alle 8 Zahlen hier zusammenrechnen, dann sollten Sie auf 1 kommen. Das ist das, was hier auf der Folie Normiertheitseigenschaft heißt. Gut, dann war das das Beispiel zum diskreten Zufallsvektor. Und jetzt wollen wir aber auf kontinuierliche Zufallsvektoren fokussieren, weil die weitaus häufiger in unseren Modellen vorkommen werden. Und ein Zufallsvektor Xi wird kontinuierlich genannt, wenn der Ergebnisraum, also dieses kalligraphisch x, von Xi r hoch n ist, also n-dimensionale reelle Zahlen oder n-dimensionale reelle Vektoren,
Und wenn es eine Funktion gibt, die heißt jetzt auch wieder p xi von x, für die gilt, dass das Integral dieser Funktion über dem ganzen n-dimensionalen euklidischen Raum gleich 1 ist. Ja, das ist das Analog zur Normiertheitseigenschaft. Wir haben hier nur die Summe durch ein Integral ersetzt. Und wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass xi zwischen x1 und x2 liegt, berechnen kann, durch dieses multidimensionale Integral der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, indem man x1 und x2 als Grenzen des Integrals verwendet. In dem Fall heißt diese Funktion dann multivariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion oder kurz WDF von xi oder auch nur die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines Zufallsvektors. Das ist auch wieder ziemlich kompliziert, deshalb versuche ich da auch ein Beispiel zu machen. Und das tun wir mal, indem wir zunächst mal wieder vom univariaten Fall ausgehen, den Sie vermutlich kennen. Also im univariaten Fall ist es ja so, dass wir eine Zufallsvariable haben, keinen Zufallsvektor, die nenne ich jetzt mal xi. Und dann trage ich hier ab auf der y-Achse die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von xi. Die könnte zum Beispiel so aussehen. Ja? Und jetzt stellen wir uns vor, ich wäre interessiert an der Wahrscheinlichkeit, dass xi zwischen a und b liegt. Ich müsste also diese Fläche hier berechnen, die Fläche unter der Kurve zwischen a und b, und das wäre dann die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses a kleiner gleich c kleiner gleich b. Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit unter einer Kurve? Entschuldigung, wie berechnet man die Fläche unter einer Kurve im univariaten Fall? Integral, richtig. Genau gesagt brauchen wir ein bestimmtes Integral. Bestimmtes Integral heißt, dass das Integral also Grenzen hat. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass c zwischen a und b liegt, ist gleich das Integral von a bis b der Funktion pc von x dx. Das ist also noch recht einfach. Jetzt versuchen wir das mal zu erweitern auf den zweidimensionalen Fall. Ich zeichne jetzt also hier einen zweidimensionalen Ergebnisraum an mit den Achsen x1 und x2. So, jetzt muss ich irgendwie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über diesen zweidimensionalen Raum visualisieren. Dafür bräuchte man dreidimensionales Papier. Es gibt aber kein dreidimensionales Papier, sondern es gibt nur zweidimensionale Tafeln. Das heißt, ich werde mir jetzt hier behelfen, indem ich jetzt hier so Konturplots dieser Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einzeichne. Ja? Also die Annahme ist hier, dass das der Gipfel der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist und diese Linien jetzt Bereiche gleicher oder gleich hoher Wahrscheinlichkeitsdichte darstellen. Ja? Konturplot haben Sie bestimmt schon mal gesehen. So, dann wäre das also die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für einen zweidimensionalen Zufallsvektor, wie sie hier in Gleichung 4 beschrieben wird. Okay, und jetzt stellen wir uns auch wieder vor, ich interessiere mich für die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Xi zwischen A und B liegt. Nur sind A und B jetzt natürlich Vektoren, weil wir sind ja hier im zweidimensionalen Fall. Xi ist ein Vektor, also sind auch A und B die Grenzen, Vektoren. Das heißt, wir wollen diese Wahrscheinlichkeit berechnen. A1, A2, kleiner gleich C1, C2, kleiner gleich B1, B2. So. Das ist eine Ungleichung über Vektoren, die wird so interpretiert, dass diese Ungleichung für jede Zeile hier erfüllt sein muss. Ja? Das heißt, das Ereignis oder die Menge von Ereignissen, die wir betrachten, ist letztendlich wie folgt beschrieben. Wir haben hier die Grenzen A1, B1 und wir haben hier die Grenzen A2, B2 und dann definieren
diese Grenzen hier im Ergebnisraum so eine viereckige Fläche und die Wahrscheinlichkeit, dass Xi zwischen A und B liegt, entspricht dann also dem Volumen über dieser Fläche, dem Volumen unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über dieser Fläche. Ja? Und wie berechnen wir dieses Volumen? Wir müssen jetzt ein doppeltes Integral berechnen, nämlich das Integral von A1 bis B1, x-Achse, von dem Integral von A2 bis B2, y-Achse, über der Funktion pxi von x dx. Wobei pxi von x natürlich eine Funktion ist, die einen zweielementigen Vektor als Element nimmt, nämlich alle Punkte hier als Argument nimmt, Entschuldigung, nämlich alle Punkte, die im Ergebnisraum liegen können. So, das ist im Prinzip das, was hier in der Gleichung 2 steht, wo die Wahrscheinlichkeit p Doppelstrich pxi und so weiter berechnet wird. Ich habe jetzt hier nur für Sie kurz zur Erklärung, das, was auf der Folie x1 und x2 heißt, habe ich jetzt hier a und b genannt, weil ich immer diese doppelten, Indizes immer schwierig finde. Also hier x2, 1, weiß man nicht genau, ist das x2, 1 oder ist das eigentlich x21, wie auch immer. Das ist also die Intuition. Ja? Und was man sieht ist, dass der Begriff der multivariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion also komplett analog ist zum Begriff der univariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das ist eine Funktion über einem kontinuierlichen Ergebnisraum, reelle Zahlen oder R hoch n. Und Wahrscheinlichkeiten werden berechnet, indem man bestimmte Integrale über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion berechnet. So. Im univariaten Fall entsprechen die Flächen, im bivariaten Fall entsprechen die Volumen und im höherdimensionalen Fall wären das dann Hypervolumen gewissermaßen. Dafür haben wir aber keine visuelle Vorstellung mehr, weil wir ja in einer dreidimensionalen Welt leben. Okay, Fragen bis hierher? Ja, bitte. Zu dem Begriff nochmal, also das wäre jetzt ein bivariater Fall, oder? Ja. Aber gleichzeitig auch ein multivariater Fall. Ja. Mehr als ja. Bivariat werden wir jetzt nicht behandeln. Also multivariat bedeutet n größer 1 und demzufolge beinhaltet das auch bivariat. Wir werden also, naja, je nachdem wie man das sieht, natürlich behandeln wir Multivariat in dem Sinne, dass wir das allgemein für beliebiges n behandeln, aber die Abbildungen, die wir hier haben, werden alle sich auf bivariate Verteilung beziehen, weil wir einfach dreidimensionale Normalverteilung nicht so leicht visualisieren können. Gut, dann machen wir weiter mit Erwartungswerten und Kovarianzen und dabei wollen wir also jetzt die Begriffe des Erwartungswerts und der Varianz aus dem univariaten Bereich in den multivariaten Bereich verallgemeinern. Gut, wir beginnen mit dem Erwartungswert eines Zufallsvektors. Der ist recht einfach definiert. Xi sei also ein m-dimensionaler Zufallsvektor. Dann ist der Erwartungswert von Xi definiert als dieser Vektor, Doppelstrich e von Xi, wobei jeder Eintrag dieses Vektors der Erwartungswert einer Komponente des Zufallsvektors entspricht. Mit anderen Worten, der Erwartungswert eines Zufallsvektors ist der Vektor der Erwartungswerte seiner Komponenten. So. Oder mit noch anderen Worten, der Erwartungswert eines Zufallsvektors ist elementweise definiert. Gleiches gilt für den Erwartungswert einer Zufallsmatrix. Xi, das ist jetzt ein großes griechisches Xi. Ja. Sie erhalten jetzt hier auch so ein bisschen Service-Ausbildung in puncto griechisches Alphabet. Das ist ein großes griechisches Xi. Man kann auch diese Füßchen hier weglassen, aber ja, Sie sehen das da auf der Folie, die auch so ein bisschen angedeutet sind. Und wir stellen uns vor, dass Xi also eine Zufallsmatrix ist, die dadurch zustande kommt, dass wir n Zufallsvektoren der Dimension m miteinander verbinden. Und dann wird daraus eine m mal n Zufallsmatrix. Und für den Erwartungswert der Zufallsmatrix gilt jetzt wieder das Gleiche. Das heißt,
der Erwartungswert der Zufallsmatrix ist die Matrix der Erwartungswerte der einzelnen Komponenten, der Zufallsvektoren, aus denen die Zufallsmatrix besteht. Oder mit anderen Worten, die Matrix der Erwartungswerte aller Einträge dieser Zufallsmatrix. Also auch elementweise definiert. Gut, dann gibt es einige Eigenschaften der Erwartungswerte von Zufallsvektoren und Zufallsmatrizen, die an späterer Stelle nützlich sein werden. Und das betrifft vor allem so lineare Transformationen und lineare Kombinationen von Zufallsvektoren. Also Xi sei jetzt hier eine M mal N Zufallsmatrix, wie auf der vorherigen Folie. Und A, B und C seien passende Matrizen, sodass der Term A mal Xi mal B plus C definiert ist. Ja? Also hier müssen die Regeln der Matrixmultiplikation und der Matrixaddition erfüllbar sein. Dann gilt, dass der Erwartungswert von A mal Xi mal B plus C gleich A mal der Erwartungswert von Xi mal B plus C ist. So. Hier passieren zwei Dinge. Erstens kann man diese Summe aufsplitten. Sie sehen dieses C, man kann die Summe aus dem C und dem anderen aufsplitten. Und zweitens kann man Faktoren aus dem Erwartungswert rausziehen. A und B sind konstant, das heißt, man kann sie aus dem Erwartungswert rausbewegen. Das sind die zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man von der Linearität eines Operators spricht. Summe aufsplitten, konstante Faktoren rausbewegen. Und das ist hier der Fall. Das heißt, der Erwartungswert einer Zufallsmatrix ist eine lineare Abbildung. Gut. Dann gibt es einen Spezialfall dieses Theorems, nämlich die linear-affine Transformation eines Zufallsvektors. Also wenn Xi jetzt ein Zufallsvektor ist und es eine passende Matrix A und einen passenden Vektor B gibt, sodass das Ergebnis ein n-dimensionaler Zufallsvektor ist, dann ist der Erwartungswert von A mal Xi plus B gleich A mal der Erwartungswert von Xi plus B. Ja? Also Sie sehen, das ist analog zu dem Fall hier oben, nur dass wir natürlich nicht von rechts mit einer Matrix B multiplizieren, weil der Zufallsvektor ja nur eine Spalte hat. Das heißt, der hat hier n gleich 1. Gut. Dann gibt es noch eine ähnliche Aussage zur linearen Kombination zweier Zufallsvektoren. Das heißt, wenn Xi und Y, das ist jetzt das nächste, was so sehr unschön ist, also das da in 3, was hinter dem Xi und steht, ist ein kleines griechisches Y. Ja, also die sieht aus wie ein V, es ist aber kein V. Es ist ungefähr so, das große griechische Y, das ist schon eher, sieht schon eher wie unser Y aus. Wir wollen jetzt halt hier der Konvention folgen, Zufallsvariablen und Vektoren mit kleinen griechischen Buchstaben zu benennen. Und dann braucht man halt irgendwelche Buchstaben und das ist also das kleine griechische Y im Latex-Schriftsatz. Latech, Entschuldigung. So. Xi und Y seien also m-dimensionale Zufallsvektoren und A und B seien passende Matrizen. Dann gilt, dass der Erwartungswert von A mal Xi plus B mal Y gleich A mal Erwartungswert von Xi plus B mal Erwartungswert von Y ist. Das heißt, in genau der gleichen Weise wie unter 1 kann man hier die Summe aufsplitten und konstante Faktoren aus dem Erwartungswert herausziehen. Gut, wir schauen uns den Beweis dieser Aussage an. Ich beschränke mich jetzt hier aber auf die erste Aussage, weil alle anderen Beweise komplett analog sind und das können Sie sich dann zu Hause im Selbststudium zu Gemüte führen. Ich beweise jetzt hier also Aussage 1 und wir schauen zunächst einmal, was wir da haben. Erwartungswert von A mal Xi mal B. Also dieses griechische Xi ist im Prinzip ein ganz unglücklicher Buchstabe, ja? Weil der zerfällt. Also der besteht aus Teilen, die sich nicht berühren. Und das ist sehr unschön. Aber es ist halt so. Okay, das soll der eine M mal N Zufallsmatrix sein. Und A ist eine L mal M Matrix. Und B ist eine N mal P Matrix und C soll L mal P sein. Ja? Sie sehen, wir haben hier zweimal innere Dimensionen, M und M, N und N, die übereinstimmen, wodurch das Matrixprodukt möglich wird.
Und das Ergebnis wird dann eine L mal P-Matrix sein, zu der wir eine andere L mal P-Matrix addieren. Gibt es Fragen, oder? Nicht? Okay. Gut. Wir wollen jetzt uns anschauen, welche Form hat das i-j-te Element dieser Matrix, also des Erwartungswerts der Zufallsmatrix, die hierdurch entsteht. So, das ist ein Matrixprodukt. Das heißt, wir können die Regeln der Matrixmultiplikation anwenden. Und dafür müssen wir die i-te Zeile von A mit der j-ten Spalte von Xi kombinieren. Dann schreiben wir das auf. Summe von R gleich 1 bis M von A i R mal Xi R j. I-te Zeile mit der J, I-te Zeile von A mit der J-Spalte von Xi. Ja? Jetzt ist es aber so, dass wir hier das resultierende Matrixprodukt gleich noch weiter multiplizieren, nämlich mit B. Das heißt, wir können da dieselbe Regel anwenden und dann kommt hier noch eine Summe hin. Summe von S gleich 1 bis N. Ich benutze jetzt hier R und S als Laufindizes, weil I, J und K und L alle schon vergeben sind. Und dann wird hieraus mein S und hier steht dann B, S, J. Ja? Wieder I-te Zeile von A, C mit J-ter Spalte von B. Und das Ganze wird addiert mit C, I, J, denn das Matrix, die Matrixaddition ist ja elementweise. So. Jetzt können wir die Eigenschaften des univariablen Erwartungswerts anwenden, nämlich Linearität, sprich konstante Faktoren rausziehen. Dann erhalten wir hier die Summe von R gleich 1 bis N, die Summe von S gleich 1 bis N, von A und I R, konstanter Faktor, mal Erwartungswert von Xi RS. Und jetzt schreibe ich das so, wie das hier auf der Folie steht, nämlich CRS, also der Eintrag RS der Matrix, ist das r-te Element des s-ten Zufallsvektors mal BSJ plus CIJ. So, und jetzt sehen wir, dass alles wieder elementweise ist und wir können die Regeln der Matrixmultiplikation rückwärts anwenden. Ja? Wir wissen, das sind die Einträge der Matrix Erwartungswert von Xi gemäß dem Erwartungswert einer Zufallsmatrix. Und diese Matrix wird dann von links mit A multipliziert, das ist das hier, und von rechts mit B multipliziert, das ist das hier, und C addiert, denn die Matrixaddition ist auch wieder elementweise. Entschuldigung, ich habe jetzt hier unsauber gearbeitet. Ich habe nämlich zuerst den Eintrag IJ dieser Matrix betrachtet und zum Schluss habe ich dann die ganze Matrix betrachtet. Das muss ich natürlich hinschreiben. Das heißt, hier sollte jetzt stehen, A, Erwartungswert von A, C, B plus C ist gleich A mal Erwartungswert von C mal B plus C. Und das Ganze ergibt sich eben dadurch, dass man hier eine Rückwärtsbetrachtung mithilfe der Regeln der Matrixmultiplikation vornimmt. Okay, das ist der Beweis für die erste Eigenschaft, die da auf der vorherigen Folie steht. Melden Sie sich, oder? Nein. Okay. So, und wenn Sie sich das hier genauer anschauen, die Beweise für die Eigenschaften 2 und 3 sind komplett analog, weshalb ich die jetzt überspringen werde. Stattdessen gehen wir weiter zur Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors. Wir wollen also sowas wie die Varianz eines Zufallsvektors definieren, aber weil Zufallsvektoren keine Zufallsvariablen sind, kommt dabei nicht die Varianz raus, sondern die Kovarianzmatrix. Und die ist wie folgt definiert: Für einen m-dimensionalen Zufallsvektor Xi ist die Kovarianzmatrix definiert als diese Matrix hier, Doppelstrich C von Xi. Und diese Matrix soll der Erwartungswert sein von Xi minus Erwartungswert von Xi mal Xi minus Erwartungswert von Xi transponiert. Ja?
Sie sehen hier vielleicht, dass das strukturell sehr ähnlich ist zu dem Begriff der Varianz einer einzelnen Zufallsvariable. Ja? Bei der Varianz einer einzelnen Zufallsvariable wäre es so, dass die also definiert wäre als der Erwartungswert von Xi minus Erwartungswert von Xi in Klammern zum Quadrat. So. Vektoren kann man nicht quadrieren, zumindest nicht direkt, sondern stattdessen berechnet man so quadratische Formen, indem man sie transponiert und dann mit sich selbst multipliziert. Und das ist das, was hier steht. Das heißt, der Begriff der Kovarianzmatrix ist formal analog zu diesem Begriff der Varianz einer Zufallsvariable und der Kovarianz zweier Zufallsvariablen. Okay, bevor ich jetzt weitergehe hier, bitte noch beachten, also hier sind so unausgesprochenerweise zwei verschiedene Erwartungswerte drin. Ja? Der innere Erwartungswert ist der Erwartungswert eines Zufallsvektors, nämlich Xi. Der äußere Erwartungswert ist der Erwartungswert einer Zufallsmatrix. So, und das ist hier nicht speziell gekennzeichnet. Das schadet auch nicht, weil wir wissen, beide Erwartungswert eines Zufallsvektors und einer Zufallsmatrix sind elementweise definiert. Aber das bitte einfach im Hinterkopf behalten. Das brauchen wir nämlich gleich, wenn wir ein weiteres Theorem beweisen. Und zwar gibt es für die Kovarianzmatrix analog zu den Erwartungswerten auch wieder gewisse Eigenschaften, die so in Form von Rechenregeln genutzt werden können. Ja? Zunächst einmal gilt, dass die Elemente der Kovarianzmatrix die Kovarianzen der Komponenten von Xi sind. Das heißt, der Eintrag IJ der Kovarianzmatrix entspricht der Kovarianz zwischen Xi und XiJ. Dann gibt es den Kovarianzmatrix-Verschiebungssatz. Das heißt, es gilt, dass die Kovarianzmatrix gleich dem Erwartungswert von Xi mal Xi transponiert minus dem Erwartungswert von Xi mal dem Erwartungswert von Xi transponiert entspricht. Einmal ist die Transposition hier im Erwartungswert, einmal ist sie außerhalb des Erwartungswerts. Das bedeutet, man kann Kovarianzmatrizen allein aus Erwartungswerten berechnen. Und dann gibt es wie für Erwartungswerte auch so eine Regel für die linear-affine Transformation. Das heißt, wenn ich einen Zufallsvektor Xi habe und ich multipliziere ihn von links mit einer Matrix n mal m, Xi ist ja ein m-dimensionaler Zufallsvektor, und addiere dann noch einen konstanten Vektor b, dann erhalte ich einen neuen Zufallsvektor und der hat natürlich auch eine Kovarianzmatrix. Und Eigenschaft 3 hier besagt, dass die Kovarianzmatrix dieses neuen Zufallsvektors dann A mal Kovarianzmatrix von Xi mal A transponiert ist. Und das kann man sich so ein bisschen intuitiv nachvollziehen, wenn man über Zufallsvariablen nachdenkt. Ja? Also, wenn Sie jetzt eine Zufallsvariable haben, die hier irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung hat, und Sie addieren zu dieser Zufallsvariable irgendeinen konstanten Wert dazu, dann verändern Sie natürlich nicht die Varianz dieser Zufallsvariable. Denn Sie verschieben die ja nur entlang der x-Achse. Aus dem gleichen Grund spielt also das b hier für die Kovarianz dann keine Rolle mehr. Ja, also das Addieren von b zu a mal xi verändert nicht die Kovarianz der resultierenden Zufallsvariable. Was aber die Kovarianz verändert, ist das Multiplizieren mit der Matrix A. Und da kann man sich auch wieder in Analogie zu Zufallsvariablen vorstellen. Wenn wir jetzt hier so eine Zufallsvariable haben, und wir stellen uns mal der Einfachheit halber vor, die ist um 0 zentriert, ja, dann werden wir durch Multiplizieren mit einem konstanten Faktor A eine andere Zufallsvariable erhalten, die eine andere Varianz hat. Vermutlich immer noch um 0 zentriert, aber die Varianz dieser Zufallsvariable wird dann a Quadrat der Varianz der ursprünglichen Zufallsvariable sein. Und analoges passiert hier auch wieder. Matrizen können wir nicht quadrieren, zumindest dann nicht, wenn sie nicht quadratisch sind. Und als Ersatz dafür wird also hier mit der Matrix A von links multipliziert und mit dem Transponierten der Matrix A von rechts multipliziert. Das ist gewissermaßen das Analogon zum Quadrieren im univariablen Fall. Okay, dann hat die Kovarianzmatrix noch zwei einfache Eigenschaften, denn einerseits ist sie symmetrisch und sie ist positiv semidefinit.
Hier oben stand jetzt, dass die Einträge der Kovarianzmatrix die Kovarianzen sind von Xi und Xij. Und daraus folgt sofort, das ist hier die Bemerkung 1, dass die Diagonalelemente der Kovarianzmatrix die Varianzen der Komponenten von Xi sind. Denn die Kovarianz einer Zufallsvariable mit sich selbst, also Kovarianz von Xi mit Xi, ist nichts anderes als die Varianz dieser Zufallsvariable. Das heißt, die Diagonalelemente der Kovarianzmatrix sind die Varianzen. Gut, auch hier möchte ich jetzt nicht den kompletten Beweis betrachten, sondern mich im Wesentlichen auf Eigenschaft 1 fokussieren, weil uns das nochmal sehr schön zeigt, wie die Kovarianzmatrix berechnet wird. Und da können wir auch nochmal ein bisschen üben, die Dimension von Matrixprodukten zu überprüfen. Also dazu schreibe ich erstmal auf, wie die Kovarianzmatrix definiert ist. Und zwar ist das der Erwartungswert von Xi minus Erwartungswert von Xi transformiert, mal Xi minus Erwartungswert von Xi transponiert. Sie sehen, mein Xi ist hier auch nicht so sauber. Ja? Griechische Buchstaben zu schreiben ist ganz schön schwer. Okay, jetzt überprüfen wir zunächst einmal die Dimensionalität. Überprüfen Sie immer die Dimensionalität Ihrer Matrixprodukte. Es tut gut und es bringt Sie auch im Verständnis dieser ganzen lineare Algebra-Grundlagen voran. Xi ist ein m-dimensionaler Zufallsvektor. Ja? Das heißt, Xi hat die Dimensionalität m mal 1. Erwartungswert von Xi hat auch die Dimensionalität m mal 1, weil es ja elementweise definiert. Das heißt, diese Klammer hier hat die Dimensionalität m mal 1. Dann nehmen wir dasselbe und transponieren das. Wenn wir jetzt einen Spaltenvektor nehmen und den transponieren, wird daraus ein Zeilenvektor, also 1 mal m. Was bekommt man, wenn man eine Matrix der Größe m mal 1 mit einer Matrix der Größe 1 mal m multipliziert? Natürlich eine Matrix der Größe m mal m. Sprich, die Kovarianzmatrix hat also wirklich die Größe m mal m, so wie in der Definition vermerkt. Gut, das erstmal nur als erste Überprüfung. Jetzt schauen wir mal, was hier steht. Also, hier haben wir jetzt den Zufallsvektor Xi minus Erwartungswert von Xi. Den schreiben wir jetzt einfach mal elementweise hin. Xi1 minus Erwartungswert von Xi1 bis und so weiter. Xn minus Erwartungswert von Xn. Das ist der erste Zufallsvektor hier in der Klammer. Jetzt kommen wir zum zweiten. Das ist das gleiche, nur als Zeilenvektor. Das heißt, das geht hier von Xi1 bis Xi1 minus Erwartungswert von Xi1 und so weiter bis Xn minus Erwartungswert von Xn, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. So, jetzt haben wir hier innerhalb der Erwartungswertklammer ein Matrixprodukt zu stehen von einem m mal 1 Vektor mit einem 1 mal n Vektor. Weil das allerdings ein Spaltenvektor und ein Zeilenvektor sind, haben die Zeilen von dem ersten nur einen Eintrag und die Spalten von dem ersten auch nur einen Eintrag. Das heißt, die Einträge der Ergebnismatrix sind also einfache Produkte. Wir müssen überhaupt nichts addieren, wir müssen nur die korrespondierenden Elemente miteinander multiplizieren. Das Element 1,1 dieser Matrix wird beispielsweise sein erste Zeile, multipliziert mit erster Spalt, also C1 minus Erwartungswert von C1 mal C1 minus Erwartungswert von C1. Dann machen wir das mal weiter. Der Eintrag N1 wird sein nte Zeile des ersten mit erster Spalte des zweiten, und hier gibt es Cn minus Erwartungswert von Cn. Jetzt habe ich
hier ein Problem mit meiner Tafel. Also hier geht es jetzt weiter in der ersten Zeile. Hier geht es auch weiter in der letzten Zeile. Und hier macht man immer diagonale Punkte. Und dann schreibe ich mal hier weiter. Hier steht dann also erste Zeile mit Enterspalte, sprich C1 minus Erwartungswert von C1 mal Cn minus Erwartungswert von Cn. Und dann in dem letzten Eintrag der Matrix, also dem Eintrag Nn, hätten wir dann hier beide diese Faktoren mit Cn. Cn minus Erwartungswert von Cn und das nochmal multipliziert mit sich selbst. So. Eckige Klammer zu. So, jetzt wissen wir, das ist der Erwartungswert einer Zufallsmatrix und der Erwartungswert einer Zufallsmatrix ist elementweise. Das heißt, in der Matrix steht nichts anderes als immer der Erwartungswert von den Einträgen. Und wir können das jetzt fortsetzen, indem wir den Eintrag, indem wir das also so schreiben, der Eintrag IJ der Kovarianzmatrix wird sein der Erwartungswert von diesem Term CI minus Erwartungswert von CI, wo also der Index I ist, mit diesem Term CJ minus Erwartungswert von CJ. Klammer zu. Und das ist nichts anderes als die Definition der Kovarianz zweier Zufallsvariablen. Das heißt, das ist Kovarianz von Xi und Xi J. So. Basierend darauf, die Eigenschaften 2 und 3 überspringe ich jetzt, weil die Zeit haben wir nicht, aber basierend auf dem, was wir jetzt hier unter 1 bewiesen haben, kann man auch gleich die Symmetrie sehr gut zeigen. Denn die Kovarianz von Xi mit Xi J ist natürlich identisch mit der Kovarianz von Xi J mit Xi I. Es spielt ja keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir zwei Zufallsvariablen in den Kovarianzoperator reingeben, denn die Kovarianz ist symmetrisch. Ja? Und daraus folgt dann, dass auch die ganze Kovarianzmatrix symmetrisch ist. Also das hier ist der Eintrag CJI von CXI und daraus wiederum folgt, dass CXI transponiert gleich C von C ist. Und das ist das definierende Merkmal einer symmetrischen Matrix. Gut, auf derselben Folie ist jetzt hier noch gezeigt, wie man die Positivdefinitheit zeigen kann. Das werde ich jetzt auch nicht an der Tafel machen. Das basiert im Grunde genommen darauf, dass man erkennt, dass das Produkt A transponiert CXI von mal A gleich der Varianz von A transponiert Xi entspricht, wobei A also ein beliebiger m-dimensionaler reeller Vektor ist. Und die Varianz von irgendwas muss natürlich größer gleich 0 sein. Ja? Die Varianz kann nicht negativ sein. Und daraus folgt dann, dass A transponiert C Xi mal A größer gleich 0 ist. Und das war die definierende Eigenschaft positiv semidefinierter Matrizen. Damit ist gezeigt, dass die Kovarianzmatrix eines beliebigen Zufallsvektors auch positiv semidefinit ist. Gut. Fragen bis hierher? Okay, dann kommen wir jetzt abschließend für diesen Abschnitt. Sie hatten eine Frage? Nicht? Nee? Okay, gut. Ich scheine heute sehr viel zu halluzinieren. Dann kommen wir jetzt abschließend für diesen Abschnitt noch zur Korrelationsmatrix. Die Korrelationsmatrix ist also auch ganz einfach definiert. Und zwar für einen m-dimensionalen Zufallsvektor Xi ist die Korrelationsmatrix, bezeichnen wir die Korrelationsmatrix als Doppelstrich R von Xi. Das lehnt sich daran an, dass wir Korrelation normalerweise mit R bezeichnen. Und die Elemente dieser Korrelationsmatrix werden
Rho ij genannt. Das ist kein kleines p, sondern das ist der griechische Buchstabe Rho. Das wird also ungefähr so geschrieben. Und das große griechische Rho sieht so aus. Also wie das große lateinische p. Mysteriös. So, der Eintrag Rho ij soll also die Korrelation von xi i mit xi j sein. Und wir wissen, Korrelation ist gleich Kovarianz geteilt durch Produkt der Standardabweichungen. Wir wissen auch, Standardabweichung ist Wurzel aus Varianz. Das heißt, wir können also die Korrelation hier aus den Einträgen der Kovarianzmatrix berechnen, indem wir also Kovarianz von Xi und Xi durch Produkt der Wurzeln der Varianzen von Xi und Xi teilen. Daraus, dass, wie bereits bemerkt, die Kovarianz von Xi mit Xi gleich der Varianz von Xi ist, folgt auch, dass die Korrelation der Diagonalelemente, also für i gleich j, Rho 1, 1, Rho 2, 2 und so weiter, 1 ist. Ja, die Korrelation einer Zufallsvariable mit sich selbst ist immer 1. Und für alle anderen Elemente der Korrelationsmatrix gilt, dass sie im Intervall minus 1 bis plus 1 liegen. Denn Korrelationen sind ja immer, liegen ja immer zwischen minus 1 und plus 1. Okay, gibt es Fragen bis hierher? Dann können wir jetzt an der Stelle eine kurze Pause machen und setzen fort um 18.17 Uhr, würde ich mal sagen. Okay, und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung, nämlich den multivariaten Normalverteilungen. Und wir beginnen auch hier auf dieselbe Weise wie zuvor, nämlich so, dass wir uns zunächst nochmal der Grundlagen im univariaten Bereich zurückbesinnen. Und das ist die univariate Normalverteilung oder, wie es hier genannt wird, eine normalverteilte Zufallsvariable. Also Xi sei eine Zufallsvariable mit dem Ergebnisraum R, also eine reelle Zahl, und mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P von X, also 1 durch Wurzel aus 2Pi Sigma Quadrat, mal E hoch. Exp heißt Exponentialfunktion und bedeutet nichts anderes als E hoch. Minus 1 durch 2 Sigma Quadrat mal x minus μ zum Quadrat, Klammer zu. Dann nennen wir, oder dann sagen wir, dass die Zufallsvariable Xi einer Normalverteilung folgt und wir nennen μ den Erwartungswertparameter und wir nennen Sigma Quadrat den Varianzparameter dieser Verteilung. Man kann auch einfach sagen, Xi ist eine normalverteilte Zufallsvariable und wir schreiben das dann normalerweise so, Xi tilde n mu sigma Quadrat. Ja? Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dieser Verteilung bezeichnen wir mit diesem Funktionssymbol hier n, Klammer auf x, Semikolon, mu, sigma Quadrat. Ja? Also die Idee ist, dass wir hier hinten die Parameter der Verteilung angeben und hier vor dem Semikolon das Funktionsargument, das heißt die Stelle, an der wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion berechnen wollen. Für die univariate Normalverteilung gilt, wie Sie wissen, dass der Erwartungswert von Xi gleich μ ist und dass die Varianz von Xi gleich Sigma Quadrat ist. Deshalb heißen ja diese Parameter auch Erwartungswertparameter und Varianzparameter. Mit anderen Worten, der Parameter μ entspricht dem Wert der höchsten Wahrscheinlichkeitsdichte, also da, wo die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ihr Maximum annimmt. Und der Parameter Sigma Quadrat spezifiziert gewissermaßen die Breite der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das heißt, je höher Sigma Quadrat ist, desto flacher und breiter wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sein. Wenn μ gleich 0 und Sigma Quadrat gleich 1 ist, dann wird Xi auch standardnormalverteilt genannt. Das ist also ein wichtiger Spezialfall der univariaten Normalverteilung. Hier haben wir dazu mal drei Beispiele. All diese Abbildungen sind in demselben Koordinatensystem, ja? Also wir haben hier dieselben Achsenlimits und auf der linken Seite haben wir jetzt die Standardnormalverteilung bzw. die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Standardnormalverteilung und dann haben wir rechts, also in der Mitte und rechts noch Verteilungen mit anderen Erwartungswerten und auch einer höheren
einem höheren Varianzparameter, der dann zu einer breiteren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion führt und einem kleineren Varianzparameter, der dann zu einer schmaleren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion führt. Okay. Das ist uns gewissermaßen bekannt und auch relativ leicht zu verstehen. Jetzt kommen wir dazu, dass wir standardnormalverteilte Zufallsvariablen benutzen wollen, um bivariate Normalverteilungen zu definieren, also Normalverteilungen über zweielementigen Zufallsvektoren. Dafür seien Z1 und Z2 standardnormalverteilte Zufallsvariablen. Das ist der nächste griechische Buchstabe. Das kleine Zeta. Ja, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen, würde ich mal sagen. Vielleicht eher so. Das ist das kleine Zeta und das große Zeta, bin mir nicht ganz sicher, wird, glaube ich, genauso geschrieben wie das lateinische Z. Okay, das seien zwei voneinander unabhängige, standardnormal verteilte Zufallsvariablen. Und dann wählen wir fünf Parameter. Wir wählen μ1 und μ2, das sind reelle Zahlen. Wir wählen σ1 und σ2, das sind positive reelle Zahlen. Und wir wählen ein Rho, das ist also wieder das Rho, was zwischen minus 1 und 1 liegen soll und vermutlich gleich zu der Korrelation der beiden Zufallsvariablen werden wird. So. Dann seien neue Zufallsvariablen Xi1 und Xi2 definiert, die also hier durch diese Formeln in Gleichung 31 gegeben sind. Xi1 ist gleich σ1 mal Z1 plus μ1 und für Xi2 hier diese zweite Formel, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Unter diesen Bedingungen hat also der Zufallsvektor Xi mit den beiden Elementen Xi1 und Xi2 eine gemeinsame Verteilung, die durch folgende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion beschrieben wird, nämlich durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die hier in Gleichung 32 Px heißt. Ich lese die jetzt nicht vor, weil ich darauf auf einer der nächsten Folien gleich nochmal im Detail eingehe. Auf jeden Fall stehen hier das N für 2, weil wir eine bivariate Verteilung haben. Das μ ist ein zweielementiger Vektor mit den Einträgen μ1 und μ2. Und das Sigma ist eine 2x2 Matrix mit den Diagonalelementen σ1², σ2² und den Nicht-Diagonalelementen Rho mal σ1 mal σ2. Sie können vielleicht schon erahnen, dass das dann die Kovarianzmatrix der Normalverteilung werden wird, weil wir haben hier auf der Diagonale die Varianzen und auf der Nicht-Diagonale die Kovarianz. Gut, das ist eine bivariate Normalverteilung. So, dazu haben wir auch eine Abbildung. Wir führen also diese Simulation, wie sie im Theorem beschrieben ist, durch. Wir ziehen ganz viele standardnormalverteilte Zufallsvariablen, wenden dann die Transformation an unter Gebrauch dieser Parameter, wie sie hier in der ersten Zeile unter der Überschrift stehen. Beispielsweise ist hier μ1 gleich 4 und μ1 gleich 5 und μ2 gleich 4. Das sorgt dafür, dass diese Verteilung dann auf 5, 4 zentriert ist, wie Sie hier sehen. Und Rho ist 0,9. Das sorgt dann dafür, dass es hier eine relativ hohe Korrelation zwischen den beiden Elementen des Zufallsvektors Xi1 und Xi2 gibt. So. Was Sie hier als graue Punkte sehen, sind also Realisierungen dieser Zufallsvariablen. Wir haben das im Theorem beschriebene Prozedere angewendet, standardnormal verteilte Zufallsvariablen generiert, sie transformiert und dann erhalten wir das. Und wie wir sehen, werden die auch gut beschrieben durch die zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die hier wieder als Konturplot, als schwarze Linie visualisiert ist. Okay, jetzt können wir das benutzen. Sie haben eine Frage? Also in dem Konturplot, dieses x1 ist dann das gleiche wie dieses xi1? Nur, dass ich das verstehe. Quasi, ja, ist richtig, ist richtig. Es ist so eine Konvention, also man sagt halt, Zufallsvektoren bezeichnen wir im griechischen Buchstaben, die Einträge dieser Zufallsvektoren auch. So. Und jetzt will man prüfen, ob ein Zufallsvektor Xi1, Xi2 einen bestimmten Wert hat und diesen Wert gibt man dann durch
x1, x2 an. Okay. Ja, also x1, xi1 und xi2 stehen für Zufallsvariablen und x1 und x2 stehen für bestimmte Werte, die diese Zufallsvariablen annehmen. Ja, danke, dann habe ich es verstanden. Gut. Dann verallgemeinern wir das jetzt wiederum auf die multivariate Normalverteilung. Das heißt, xi sei ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit dem Ergebnisraum r hoch n, also n-dimensionale reelle Vektoren, und der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p von x, also 1 durch Wurzel aus 2 pi hoch n mal Determinante von Sigma mal e hoch minus 1/2 mal x minus mu transponiert mal Sigma invers mal x minus mu. So, Sie sehen, hier sind jetzt schon, kommen jetzt schon mehrere Dinge drin vor, die uns vor Beginn dieser Vorlesung eigentlich komplett unbekannt waren. Nämlich erstens die Determinante der Matrix Sigma, nämlich zweitens die Transposition und drittens das Inverse der Matrix Sigma. Ich hoffe, Sie verstehen deshalb jetzt, warum wir diese ganze Einführung zu Matrizen und linearer Algebra gemacht haben, weil ansonsten würden wir ja gar nicht wissen, wie wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion überhaupt berechnen würden. Gut, wenn das der Fall ist, dann bezeichnen wir Xi als, oder dann sagen wir, dass Xi einer multivariaten Normalverteilung folgt, und wenn der Mu den Erwartungswertparameter, manchmal auch Erwartungswertvektor, und wenn der Xi, das also eine positiv definierte n mal n Matrix, den Kovarianzmatrixparameter. Man kann auch einfach sagen, Xi sei ein multivariat normalverteilter Zufallsvektor. Und das wird dann so geschrieben, Xi tilde n mu groß Sigma. Das ist das große griechische Sigma, ja? Kleines griechisches Sigma, großes griechisches Sigma. Aber das kennen Sie ja sowieso schon als Summenzeichen. Okay, wie im univariaten Fall gilt also hier auch wieder, mu entspricht dem Wert der höchsten Wahrscheinlichkeitsdichte, das heißt da, wo die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion maximal wird. Die Diagonalelemente von Sigma spezifizieren die Breite bezüglich der einzelnen Komponenten des Zufallsvektors, also wie variabel der Zufallsvektor entlang seiner Komponenten ist. Und die Nicht-Diagonal-Elemente von Sigma, also beispielsweise das Element ij, spezifiziert die Kovarianz der Komponenten xi und xij. Das werden wir auch gleich in einem Theorem noch sehen. Aber zunächst mal dazu noch eine visuelle Intuition. Wir haben also hier drei bivariate Normalverteilungen. Kurz zur Anmerkung, Sie haben das, glaube ich, gefragt. Also wir haben jetzt gerade multivariate Normalverteilungen definiert, also im Prinzip auch n gleich 3 oder n gleich 10 oder n gleich 20. Wir benutzen jetzt aber zur Veranschaulichung wieder bivariate Normalverteilungen, weil wir halt dreidimensionale Normalverteilungen und fünfdimensionale und zehndimensionale Normalverteilungen nicht visualisieren können. Das müssen wir aber auch nicht tun, weil es geht hier nur darum zu verstehen, wie wirken sich eigentlich die Nicht-Diagonaleinträge aus. Wir haben hier drei bivariate, drei bivariate Normalverteilungen und die haben alle den Erwartungswertparameter 1,1. Sie sehen hier, dass sie alle bei 1,1 ihr Zentrum haben. Und die haben verschiedene Kovarianzmatrizen. Die Diagonaleinträge der Kovarianzmatrizen sind bei allen 0,2 und 0,2. Das heißt, die haben entlang der Richtung x1 und x2 die Varianz 0,2. Aber die Nicht-Diagonalelemente sind verschieden. Auf der linken Seite 0,15, also positiv, in der Mitte 0 und auf der rechten Seite negativ, minus 0,15. Sie sehen dann auch gleich, wie sich das auswirkt, wenn der Eintrag der Kovarianzmatrix positiv ist, dann führt das zu einer positiven Korrelation der korrespondierenden Einträge des Zufallsvektors. Wenn es negativ ist, führt es zu so einer negativen Korrelation. Ja? Also im einen Fall zeigt die Ellipse von links unten nach rechts oben, im anderen Fall von links oben nach rechts unten. Wenn der Eintrag der Kovarianzmatrix 0 ist, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hier so eine kreis- oder kugelförmige Gestalt annimmt. Sprich, dass es keine positive oder negative Korrelation zwischen den Komponenten gibt. Und das wird dann auch als eine sphärische Normalverteilung
bezeichnet. Ja? Sphäre ist ein anderer Begriff für Kugel oder kugelförmig. Und sphärische Normalverteilungen sind also solche, bei denen die Kovarianzmatrix so eine Form hat, das heißt eine Diagonalmatrix, bei der alle Diagonalelemente gleich sind. Gut, wir können dann natürlich nicht nur die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion plotten, sondern wir können auch Realisierungen aus diesen Verteilungen generieren. Das heißt, wir können samplen, gib uns multivariat normal verteilte Zufallsvektoren und dann erhalten wir hier zweielementige Vektoren, die wir in dem Koordinatensystem plotten. Und wie Sie sehen, wird also die allgemeine Verteilung dieser Realisierung dann sehr gut durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion beschrieben. Okay, dann gibt es noch eine Aussage über den Erwartungswert und die Kovarianzmatrix der multivariaten Normalverteilung, die auf den ersten Blick sehr trivial klingt. Und zwar dahingehend, dass für einen multivariaten normalverteilten Zufallsvektor mit dem Erwartungswertparameter μ und der Kovarianzmatrixparameter sigma der Erwartungswert μ ist und die Kovarianzmatrix sigma ist. Jetzt werden Sie sich fragen, warum formulieren wir das überhaupt als Theorem, was man auch noch beweisen muss. Das liegt eben daran, dass das nicht allein aus dem Namen der Parameter folgt, dass der Erwartungswert von Xi μ ist und dass die Kovarianzmatrix von Xi sigma ist. Ja? Das ist bei der Normalverteilung so, das ist bei der univariaten Normalverteilung so, das ist bei der multivariaten Normalverteilung so, dass die Parameter gleich den Momenten der Verteilung entsprechen. Also der Erwartungswertparameter entspricht dem ersten Moment, dem Erwartungswert. Der Kovarianzmatrixparameter entspricht dem zweiten Moment, das heißt der Kovarianzmatrix. Das ist aber nicht bei allen Verteilungen so. Und um diesen Unterschied zu betonen, wählen wir hier also diese Terminologie Erwartungswertparameter, der dann bei der multivariaten Normalverteilung auch den Erwartungswert darstellt, und Kovarianzmatrixparameter, der dann bei der multivariaten Normalverteilung auch die Kovarianz darstellt. Okay, man müsste das also eigentlich beweisen. Das folgt nicht allein aus der Benennung der Parameter. Wir werden das aber nicht beweisen, ist zu aufwendig, müssen wir bestimmte Grundlagen einführen, haben wir nicht die Zeit. Sie können aber, ich habe Ihnen im Anhang dieser Vorlesung eine Folie zusammengestellt mit Links auf englischsprachige Beweise für einige der Theoreme, die jetzt noch in der Vorlesung kommen werden. Gut. Dann gibt es noch eine sehr schöne Eigenschaft der multivariaten Normalverteilung, die uns auch nochmal an die Eigenschaften des Erwartungswerts und der Kovarianz bzw. der linear-affinen Transformation für diese beiden Konzepte erinnert. Und das ist die linear-affine Transformation einer multivariaten Normalverteilung. Xi sei also ein multivariat normal verteilter Zufallsvektor mit dem Erwartungswertparameter μ und dem Kovarianzmatrixparameter sigma. Und jetzt sei gegeben y, griechisch y, als ein neuer Zufallsvektor, der wie folgt definiert ist, a mal xi plus b. Also a ist hier eine m mal n Matrix, sodass die Multiplikation mit Xi einem n-dimensionalen Vektor funktioniert und b soll ein m-dimensionaler konstanter Vektor sein. Dann gilt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung von y, also diesem neuen Zufallsvektor, den wir durch eine linear-affine Transformation von Xi erhalten haben, selbst wieder eine multivariate Normalverteilung ist und dass sich die Parameter dieser multivariaten Normalverteilung aus den Parametern der ursprünglichen Verteilung, also Xi, μ und sigma ergeben und aus den Transformationsparametern, die wir hier angewendet haben, also a und b. So, das heißt, der neue Erwartungswert ist dann a mal μ plus b und die neue Kovarianzmatrix ist dann a mal sigma mal a transponiert. Wiederum, wir verzichten auf einen Beweis. Für den Beweis schauen Sie in der Literatur oder zu den Links im Anhang. Was Sie jetzt quasi im Kopf behalten sollten, ist Folgendes. Wenn wir einen multivariat normal verteilten Zufallsvektor haben, dann ist jede lineare Transformation dieses Vektors selber wieder multivariat normal verteilt. Und wir können die Parameter der resultierenden Verteilung bestimmen,
indem wir uns auf die Parameter der ursprünglichen Verteilung beziehen und der Transformationsparameter, die wir angewendet haben. Gut. Hierzu auch ein kurzes Beispiel, was dann auch im Seminarblatt übrigens auftauchen wird. Und zwar betrachten wir wieder eine bivariate Normalverteilung aufgrund der Einschränkung der Visualisierung. Und diese bivariate Normalverteilung hat also den Erwartungswert 1, 1, wie wir hier sehr schön sehen. Und die Kovarianzmatrix, die hier oben in der Überschrift steht, das ist also eine derjenigen, für die wir uns auch vorhin Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion angesehen haben. Und jetzt legen wir zusätzlich fest, die Matrizen, die Matrix A und den Vektor B. So, dann ist Y gleich A mal C plus B. Und dann ergeben sich die Parameter der Verteilung von Y, entsprechend dem Theorem, was wir gerade gesehen haben, als A mal μ plus B und A Sigma A transponiert. So, das führt hier, das hat hier in dem Fall jetzt zwei Konsequenzen. Einerseits wird diese Kovarianzmatrix der Verteilung durch dieses A irgendwie verändert, mehr in Richtung einer sphärischen Normalverteilung. Wir sehen also, dass die resultierende Verteilung nicht mehr so eine so starke Korrelation zwischen y1 und y2 hat. Und zweitens führt es auch dazu, dass sich der Erwartungswertparameter verschiebt von 1,1 auf so irgendwie 0,0. Das können wir ja auch mal überprüfen. Wie können wir das überprüfen? Oder was müssen wir tun, um den Erwartungswertparameter von y zu berechnen? Gemäß dem Theorem und dem Beispiel, was hier auf der Folie steht. Gesucht ist der Erwartungswertparameter von y und wir wollen verifizieren, dass er irgendwie hier in der Nähe von 0, 0 liegt. Wie machen wir das? Eine Idee? Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, sagen Sie es trotzdem, weil das hilft ja dann vielleicht, um so eine Blockade im Kopf zu beseitigen. Oder dass man es dann besser versteht, als wenn ich es jetzt einfach vorsage. Bitte ein Vorschlag. Ja? Also man muss sich jetzt irgendwie die Transformationsparameter von dem ursprünglichen Zufallsvektor anschauen. Ja, also der ursprüngliche Zufallsvektor hat keine Transformationsparameter, sondern der hat Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung und Sigma. Und die Transformationsparameter sind aber auch relevant. Was sind die Transformationsparameter? Ja? A und B, richtig. Was müssen wir also berechnen, um den Erwartungswertparameter von y herauszufinden? Wollen Sie? Rechnen wir dann einfach a mal μ plus b? Wir rechnen einfach a mal μ plus b. Richtig. Dann machen wir das nochmal. So, a ist minus 2, 1, minus 1, 2 und μ ist 1, 1. Die Frage war zu einfach, oder? Ja, das ist halt immer schwer zu wissen, ob die Frage zu schwer oder zu einfach ist. Zu schwer, trotzdem zu antworten, zu einfach will keiner. Kann ich auch verstehen. Wir müssen einfache Fragen beantworten. Da kann man ja nicht stolz drauf sein. Okay, wir berechnen A mal μ plus B. Das hier ist ein Matrixprodukt. 2 mal 2 mal 2 mal 1 ergibt 2 mal 1. Fangen wir mal an. Erste Zeile. Erste Spalte, minus 2 mal 1 plus 1 mal 1 ist minus 1. Zweite Zeile mit erster Spalte, minus 1 mal 1 plus 2 mal 2 ergibt plus 1. So, das soll jetzt addiert werden mit 1 minus 1. Und dann kommt dabei raus, minus 1 plus 1 ist
0 und 1 minus 1 ist auch 0. Das heißt, wir haben bewiesen, was wir auf der Folie sehen, der Erwartungswert von der Erwartungswertparameter von y ist tatsächlich der Vektor 0, 0. Okay. Jetzt habe ich hier noch einen Bonus, den ich Ihnen letzte Woche auch schon angekündigt hatte, nämlich einen Zusammenhang zwischen multivariaten Normalverteilungen und Eigenanalyse. Ja, und dieser Zusammenhang ist folgendermaßen. Wir haben also hier wieder die drei Verteilungen, die wir auch zuvor schon betrachtet haben, mit ihren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Und ich habe jetzt zusätzlich eingezeichnet die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix, also von Sigma, skaliert mit ihren Eigenwerten. Ja? Also was Sie hier als graue Pfeile sehen, entspricht Lambda i, Wurzel aus Lambda i mal Vi, wobei i also 1 oder 2 ist. Ja? Diese Matrix, jede dieser Matrizen hat zwei Eigenvektor-Eigenwertpaare. Und was Sie jetzt hier sehen können, ist, dass wir, wenn wir die Eigenanalyse der Kovarianzmatrix vornehmen, dass das uns quasi sehr schön die zueinander orthogonalen Richtungen der Variation in dieser Verteilung anzeigt. Ja? Also der Zufallsvektor hier auf der linken Seite variiert zum Beispiel auf dieser Achse, die hier so von links unten nach rechts oben verläuft, und er variiert auch mit viel kleinerer Stärke, wenn man so will, auf der dazu orthogonalen Achse. So. Wohingegen für diese sphärische Normalverteilung in der Mitte die Eigenvektoren also auf den Achsen des Koordinatensystems liegen, was bedeutet, dass dort keine Korrelation folgt. Und für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auf der rechten Seite ist es auch wieder so, dass also diese Eigenvektoren so in Richtung der Variation in der Verteilung rotiert sind. Gut, gibt es Fragen bis hierhin? Das, was wir eben gerade gesehen haben, den Zusammenhang mit der Eigenanalyse, das ist übrigens die Intuition, die dann auch der Hauptkomponentenanalyse, ja, also Principal Component Analysis, zugrunde liegt, die meines Wissens in Einheit 10 Dimensionsreduktion Thema sein wird. Da wird dann also gezeigt, dass man die größten Achsen der Varianz in einem Datensatz ermitteln kann, indem man eine Eigenanalyse der Stichproben-Kovarianzmatrix vornimmt. Gut, dann möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch kurz, ich versuche mich zu beeilen, zu den marginalen und bedingten Verteilungen kommen. Und zwar ist es so, dass für multivariate Normalverteilungen alle assoziierten Verteilungen, oder ich will nicht sagen alle, aber viele assoziierte Verteilungen auch wieder multivariate Normalverteilungen sind, deren Parameter sich aus dem Parameter der Ausgangsverteilung ergeben. Ja, ähnlich wie bei der linear-affinen Transformation, die wir gerade gesehen haben. Insbesondere gilt, dass die marginalen Verteilungen multivariater Normalverteilungen wieder Normalverteilungen sind, univariat oder multivariat. Die bedingten Verteilungen multivariater Normalverteilungen sind ebenfalls Normalverteilungen, univariat oder multivariat. Und wenn eine marginale Normalverteilung gegeben ist und eine bedingte Normalverteilung einer anderen Zufallsvariable auf diese Variable, von der wir eine marginale Verteilung haben, dann induzieren die zusammen eine gemeinsame Verteilung, die dann auch wieder eine multivariate Normalverteilung ist, und wir können die Parameter aus der marginalen und der bedingten Verteilung bestimmen. Entschuldigung. So, die Resultate, die wir jetzt hier gleich sehen werden, sind also insbesondere für generalisierte lineare Modelle wichtig. Das heißt, wenn Sie schon mal mit Linear Mixed Models in R gearbeitet haben, oder hierarchischen Normalverteilungsmodellen oder Variance Component Estimation. Das sind so Dinge, denen diese Theoreme zugrunde liegen, die wir jetzt gleich sehen werden. Aber diese Theoreme finden auch Anwendung in der kanonischen Korrelationsanalyse, siehe Einheit 7 dieser Vorlesung. Okay, kommen wir zunächst zu den marginalen Normalverteilungen. Wir haben also gegeben einen Zufallsvektor Xi mit den Einträgen Xi1 bis Xm und wir stellen uns vor, dass der multivariat normal verteilt ist. Das heißt, er hat einen Erwartungswertparameter μ und einen Kovarianzmatrixparameter Sigma. Und dann stellen wir uns vor, dass wir diese Parameter partitionieren können. Ja?
Das heißt, das μ zerfällt in ein μy und in ein μz. Das sind dann beides auch wieder Vektoren, die zusammengebaut werden zu dem m-dimensionalen Vektor μ. Und wir stellen uns vor, dass die Kovarianzmatrix auf die gleiche Weise zerlegt werden kann in einzelne Bestandteile, zum Beispiel die k mal k-Matrix sigma yy oder die k mal l-Matrix sigma yz und so weiter. Dann gilt, dass die marginalen Verteilungen von y und z, also den Bestandteilen, aus denen sich dieser Zufallsvektor xi zusammensetzt, y sind die ersten k-Einträge von xi, z sind die letzten l-Einträge von xi, dass die marginalen Verteilungen von y und z auch wieder Normalverteilungen sind und deren Parameter erhält man, indem man einfach das, was nicht zu ihnen gehört, wegstreicht. Ja? Also beispielsweise hat die Normalverteilung von y dann den den Erwartungswertparameter μ y und den Kovarianzmatrixparameter sigma y y. Und analog gilt dasselbe für z. Mit anderen Worten, die marginalen Verteilungen einer multivariaten Normalverteilung sind auch wieder Normalverteilungen. Und dafür haben wir hier jetzt eine Abbildung als Beispiel. Auf der linken Seite haben wir eine bivariate Normalverteilung mit den Parametern μ und sigma, wie hier oben vermerkt. Und aus dem Theorem, was wir eben gesehen haben, folgt dann, dass die marginalen Verteilungen von y und z, das sind ja die beiden, aus denen sich xi zusammensetzt, dass die einmal gegeben sind durch eine univariate Normalverteilung mit dem Erwartungswert 1 und der Varianz 0,1 und durch eine univariate Normalverteilung mit dem Erwartungswert 2 und der Varianz 0,15. Ja? Das heißt, die nicht-diagonalen Elemente der Kovarianzmatrix werden hier ignoriert. Bei den marginalen Verteilungen. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Theorem über bedingte Verteilungen. Hier ist es jetzt wieder so, dass Xi1 bis Xim Y1 bis Yn transformiert. Also ich kann das mal kurz anschreiben. Das soll also folgendes sein. Xi1 bis Xm Y1 bis Yn. Das ist ein m plus n-dimensionaler Spaltenvektor, ein Zufallsvektor. Und wir gehen davon aus, dass der charakterisiert ist durch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer multivariaten Normalverteilung mit den Parametern μ, xi, y und sigma, xi, y, die wieder auf die gleiche Weise partitioniert werden können wie in dem letzten Theorem. Dann gilt, dass die bedingte Verteilung von xi gegeben y, also die Verteilung von xi, wenn wir den Wert von y festhalten, gegeben ist durch eine multivariate Normalverteilung mit den Parametern μ xi gegeben sigma, μ xi gegeben y und sigma xi gegeben y, wobei also die Parameter μ und sigma sich hier wie in Gleichung 44 und 45 ergeben. Und was Sie sehen ist, dass sie bestehen aus den Parametern der ursprünglichen Verteilung, also hier aus den Einträgen von μ und sigma in Gleichung 42 und zusätzlich aus dem y. Ja? Das ist die Idee bei der bedingten Verteilung, dass wir also die Verteilung eines Teils des Zufallsvektors betrachten, gegeben, dass der andere Teil des Zufallsvektors auf einen bestimmten Wert festgelegt ist. Und das wird jetzt hier auch nochmal veranschaulicht durch eine Abbildung. Wir haben auf der linken Seite eine bivariate Normalverteilung, die charakterisiert ist durch die Parameter, die hier oben in der Überschrift stehen, μ und sigma. Und jetzt kann man sich die bedingte Verteilung so vorstellen, dass wir quasi einen Schnitt durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gemeinsamen Verteilung vollziehen und dann nur die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, also die dann univariate
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entlang dieses Schnittes, dieser Schnittlinie oder Schnittebene betrachten. So, da kommt eben bei raus, dass für y gleich 1,5 x gegeben y diesen Wert, diese Normalverteilung ist, die hier in der Mitte zu sehen ist, und dass für y gleich 2,8, das sind jetzt einfach zwei Beispiele, die bedingte Verteilung p xi gegeben y diese univariate Normalverteilung auf der rechten Seite ist. Okay, dann kommen wir zum letzten Theorem für heute, das sind die gemeinsamen Normalverteilungen. Hier wird es jetzt relativ kompliziert. Und zwar sei Xi wieder ein m-dimensionaler normalverteilter Zufallsvektor mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer multivariaten Normalverteilung mit den Parametern μ Xi und Sigma Xi Xi. Zusätzlich sei gegeben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer bedingten Verteilung von y gegeben xi als multivariate Normalverteilung mit den Parametern a mal xi plus b und sigma yy. Also das, was ich jetzt vorgelesen habe, sind Gleichungen 46 und 47. Wir haben eine bedingte Verteilung, Entschuldigung, wir haben eine marginale Verteilung p xi und wir haben eine bedingte Verteilung py gegeben xi. Dann induzieren diese beiden Verteilungen eine gemeinsame Verteilung von xi und y. Und diese gemeinsame Verteilung von xi und y ist, guess what, eine multivariate Normalverteilung mit den Parametern μ xi, y und sigma xi, y, deren genaue Form ich jetzt hier ebenfalls nicht vorlese, weil ich dann verrückt werden würde, aber die hier in Gleichung 49 gegeben sind. Ja? Das Ganze, was wir hier jetzt gerade gesehen haben, basiert auf der Produktregel der Wahrscheinlichkeit. Product Rule of Probability. Auch Gesetz der bedingten Wahrscheinlichkeit benannt. Also Sie wissen vielleicht noch aus der Schule, dass die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B sich berechnet als die gemeinsame Wahrscheinlichkeit von A und B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Ja? Sie normalisieren gewissermaßen die gemeinsame Wahrscheinlichkeit auf die marginale Wahrscheinlichkeit von B. So, jetzt können wir diese Gleichung nach der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit umstellen. Dann erhalten wir PA, B ist gleich PA gegeben B mal PB. So. Bedingte Verteilung und marginale Verteilung induzieren zusammen eine gemeinsame Verteilung. So, jetzt können Sie hier A und B einfach durch Y und C ersetzen. Dann haben Sie hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Xi, Y ist das Produkt von der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Y gegeben Xi, Gleichung 47, mal Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der marginalen Verteilung von Xi, P und Xi, Gleichung 46. Und was dabei herauskommt, ist Gleichung 48. So. Dazu auch wieder eine Visualisierung, also ein Beispiel. Wir haben hier links die marginale Verteilung, also eine univariate Normalverteilung über x mit den Parametern μ xi und sigma xi xi. Und wir haben jetzt hier die bedingte Verteilung von y gegeben xi. Die muss für jeden Wert von xi bzw. x bestimmt sein. Ja? Und durch diesen Erwartungswertparameter a mal xi plus b. Und sofern sie das ist, haben wir dann resultierend daraus auf Grundlage dieses Gesetzes eine gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, die, also wie wir hier sehen, eine bivariate Normalverteilung ist. Und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dieser bivariaten Normalverteilung ist erneut als Konturplot zu sehen. Okay, dann entschuldige ich mich für die
5 bzw. 13 Minuten, die ich überzogen habe, je nachdem, wie man es auslegt. Die Deutsche Bahn ist ja da auch immer sehr flexibel. Und gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ich wollte noch fragen, ob wir eine Formelsammlung in der Klausur mitnehmen dürfen oder nicht. Also die Klausur ist eine Closed-Book-Klausur. Das heißt, was Sie bekommen, ist ein leerer Zettel und ein Stift. Also den Stift müssen Sie selber bringen, den leeren Zettel kriegen Sie. Aber Sie haben währenddessen keinen Zugriff auf die Vorlesungsmaterialien. Sie fragen vielleicht deshalb, weil hier jetzt viele komplizierte Formeln vorkommen und Sie fragen, soll ich die alle auswendig lernen? Natürlich nicht. Also wenn es um Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen geht, würde ich immer sagen, zwei sollten Sie auswendig kennen. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der univariaten Normalverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung. Diese Sache mit den μ und Sigma Quadrat oder Groß Sigma für die Kovarianzmatrix. Alle anderen Formeln, also das wäre ein Waste of Time, die auswendig zu lernen, weil wenn Sie jetzt nicht in der Klausur sind, dann müssen Sie die ja nicht im Kopf haben, sondern Sie können irgendwie die in Wikipedia nachschlagen beispielsweise. Das heißt also, wenn es gefordert ist, dass Sie wissen, was man unter diesen Theoremen zu gemeinsamen Normalverteilungen versteht, dann geht es darum, dass Sie konzeptuell verstehen, was da passiert. Also dass eben eine marginale und eine bedingte Verteilung zusammen die gemeinsame Verteilung begründen und dass die Parameter der gemeinsamen Verteilung sich aus den Parametern der anderen Verteilung ergeben. Ich glaube, das, was hier im letzten Abschnitt steht, kommt auch nicht in den Selbstkontrollfragen vor, oder? Okay, Sie haben noch eine Frage. Also, wie sieht es aus mit dem Taschenrechner? Taschenrechner, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass Sie einen brauchen werden. Sie haben uns ja die Altklausuren gegeben. Ja. So mit 1 rechnen zu 2 mal 4. Könnte ich, glaube ich, nicht umkommen. Also jetzt wahrscheinlich schon, aber. Ja, aber da ist ja keine Frage, wo dieser Wert berechnet werden soll, oder? 1 durch 2 mal 4. Also, ja, schon. Also, was vorkommen kann und wird, sind so elementare Matrixoperationen. Addieren Sie oder multiplizieren Sie zwei Matrizen. Und da ist es dann aber in der Regel so, dass die Matrizen aus natürlichen Zahlen bestehen. Und wenn man da das kleine 1x1 beherrscht, dann sollte man das eigentlich hinbekommen. Eigenvektoren im Kopf berechnen, meinen Sie? Nee, auf dem Papier, aber ohne Taschenrechner. Also was wir hier zum Beispiel letzte Woche an der Tafel gemacht haben. Gute Frage. Also ich denke mal, dass dann... Auch dann, also wenn wir so eine Aufgabe stellen, berechnen Sie die Eigenwerte der folgenden 2x2-Matrix, dann wird diese Aufgabe so gestrickt sein, dass da natürliche Zahlen rauskommen. Also beispielsweise letztes Mal war das Ergebnis auch 3 und 1, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Sie müssen die Wurzel aus 9 oder aus 4 ziehen können. Noch eine Frage? Ja. Was meinen Sie, das wird nicht drankommen? Also, es ist in dem Fall im UAZ, wie Sie das da beschreiben. Die Bundesländer sind dann. Ach so, ich habe jetzt 13 gedacht. Ja, richtig, 12. Ja, guter Punkt. Also, manchmal, also es gibt so Selbstkontrollfragen, die mit dem Wort skizzieren anfangen. Skizzieren Sie den Beweis und so weiter. Das würde dann bedeuten, dass man irgendwie den konzeptuellen Verlauf des Beweises wiedergeben muss. Wenn da steht, skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, dann ist das natürlich eine Aufgabe, die Sie in R durchführen sollen. Und gleiches gilt für, generieren Sie 100 Realisierungen aus der Verteilung. Also das wird nicht passieren, weil wir keine Aufgaben mit R in der Klausur haben. Ja, gute Frage, danke. Weitere Fragen? Okay, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche zum Thema multivariate Deskriptivstatistik. Ja? Yeah. Danke.